Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Rollercoaster Tycoon 3 mit eurem Mr. Cyclist und ihr habt wie immer den richtigen Kanal erwischt. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich gehe mal hier auf Play wieder, lass den Parkbetrieb weiterlaufen. Ja, und in der letzten Folge hier haben wir diese Achterbahn gebaut. Bis jetzt noch nicht weiteres hier im Park, bis auf die drei Stände hier vorne. Und dann gucken wir nochmal schnell rein und schauen, was wir denn alles erreichen müssen. Und zwar kommt da ein VIP und er möchte jedes Mal mit einer, ja, mit einer besseren Bahn fahren, mit einem Erregungswert von, ja, mindestens 6 am Schluss. Und die Ladeneinnahme müssen als die Tycoon dann eben über die 200 Euro kommen. Und dann, ich denke mal, hier mit dieser Liegeachterbahn, mit dem Whirlpool, da werden wir das auf jeden Fall schaffen. Wenn wir hier reingucken, die Erregungsbewertung liegt bei 7,4. Und das sollte doch dann immerhin den, ja, den VIP dazu bringen, auf jeden Fall zufrieden zu sein. Und so weit bringen, dass wir eben unsere, ja, Aufgabe meistern. Was wir noch brauchen, ist ein kleines Toilettenhäuschen. Da gucken wir mal hier hinten hin. Vielleicht so hier so an die Ecke. Gucken wir mal den Weg. Ja, den ziehen wir ein bisschen hier hinter. Bauen hier noch eine Toilette, ist ein bisschen abgeschottet. Aber macht ja nichts. Neue Attraktion, luftbetriebene Bahn. Die können wir uns auch einmal anschauen. Kostet, würde uns 10.000 kosten. Wir haben 25. So eine hat man noch nicht. Da würde ich sagen, die sieht doch wirklich klasse aus. Müssen wir noch gucken, wo wir sie denn hin platzieren können. Und hier würde das wunderbar gehen. Eingang und Ausgang ist ein bisschen weit hinten, aber es macht ja nichts. Wir können ja die Wege ziehen, wie wir sie brauchen. Werden wir auch machen. Man zieht mal einfach einen geraden Weg hier hinter. Ja, die falschen Stellen, die kann man natürlich wieder wegmachen. Und dann ziehen wir den Eingang hier runter. Verbinden das Ganze. Passt ja sogar richtig wunderbar vom Abstand. Und jetzt den Eingang noch mal ein bisschen anders. Hier ist noch, wie gehabt, eine kleine Schleife. Und dann verbindet er nicht ganz. Das heißt, wir müssen hier schon runter. Aber so klappt das. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns mal den Testlauf an. Also geschwindigkeitsmäßig geht es auf jeden Fall richtig ab. Hier mit dem senkrecht nach oben, senkrecht nach unten, auf der anderen Seite und dann senkrecht nach unten eben auf die Kartbahn. Das hat schon was. Und ich denke, ja, dass die Besucher sich darüber freuen werden. Und jetzt müssen wir gucken, die Ladengewinne müssen wir natürlich hochbringen. Und da oben kommt die Meldung rein, dass in einer Woche ein VIP kommt. Da schauen wir dann natürlich besonders drauf, wenn er da ist. Und in der Zwischenzeit bauen wir ein paar Hutstände.
Und dann gucken wir noch weiter, was hier so im Angebot ist. Der Westernhüde ist noch auch nicht schlecht. Und dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Die Bahn fährt munter weiter. Sechs Personen sind schon drauf. Da stehen auch schon ein paar an. Ja, alles so wunderbar, läuft doch. So kann es weitergehen. Ist doch alles gut soweit. Ja, dann gucken wir uns noch. Was haben wir hier? Erste Hilfe, Geldautomat. Nichts Besonderes. Neue Attraktion, Café. Gucken wir uns doch gleich mal an. Und setzen wir mit hier hinten hin. Nehmen die Westernhüte. Packen noch extra. Ja, was haben wir denn hier? Schlagsahne, Sahne und Zucker. Kann man noch extra mit draufpacken. Öffnen wir das Ganze und dann gucken wir einfach mal. Dann stelle ich die Geschwindigkeit mal ein bisschen höher. Hier hinten die Achterbahn geht ziemlich gut, was mir da vorne auffällt. Ich habe bestimmt den Preis nicht verändert. Habe ich auch nicht. Das ist 2,50 und jetzt ist eben der VIP angekommen. Also wir können die Kamera mal auf den schicken. Hier läuft er rum. Und dann können wir mal gucken, was er macht. Aktuelle Gedanken. Nix. Und er geht eben zu Whirlpool, zu der Riesenachterbahn da hinten mit dem nötigen Ereigniswert. Und das ist doch wunderbar. Das heißt, wir machen mal die Geschwindigkeit etwas höher, dass er, ja, lässt sich doch ordentlich Zeit. Ja, da wird er noch abgefeiert. Wollen Autogramme. Hier kann man auch schön sehen, ja, wie es sich fühlt. Vergnügen, Temperament und wie lange im Park ist und ja, wie hoch seine Autogrammtoleranz ist. Kann es durchaus sein, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Weg zu der Bahn zu lang ist und er vielleicht unterwegs zu viele Autogramme schreiben muss, zu arg belästigt wird, dass er dann ja mitten auf dem Weg kehrt macht und wieder nach Hause geht. Hoffen wir natürlich nicht. Nein, er ist angekommen in Whirlpool. Darf natürlich vor, ist natürlich ein VIP. Kennt mir ja nicht anders, ne? Das heißt, der braucht sich da nicht anstellen und ist wahrscheinlich auch noch kostenlos für ihn. Naja, lassen wir mal fahren. Das heißt, das Anfängerlevel dürfte demnächst vollendet sein. Man muss mal gucken, den Ladengewinn von über 100 €. Und dann haben wir auch einen Preis erhalten für die beste Zuverlässigkeit. Bei Formel RCT02 muss man sehr lange anstehen. Das ist der hier. Ja, da kann ich ja nichts machen. Können die Preise erhöhen, dass Leute sagen, sie wollen nicht länger? Das ist eine Möglichkeit, dass einige sagen, nee, das bin ich eben, hoppala, das bin ich nicht bereit zu zahlen. Stelle ich mich nicht an, kann sein, dass die Schlange dann dadurch auch zurückgeht. Und was wir noch gucken, ja, wir haben keinen Fegmeister. Einmal hier. Und Mechaniker fehlt uns auch. Da können wir auch mal einen einstellen. Denn falls mal irgendwo ein Problem liegt, muss es natürlich schnell behoben werden und nicht hier auf sich warten lassen. Ja, da kann man die Besuchergedanken anschauen. Und ja, Beeilung, ich will zum Formel RCT2. Kann man nichts machen. Da ist die Schlange eben extrem lang. Genauso beim Einser. Tja, müsst ihr euch eben gedulden. Ist ja auf den Freizeitpark so, dass an den Hauptattraktionen natürlich die Schlange am längsten ist. Ich denke mal, die meisten von euch werden das wissen, kennen das Problem.
Und ja, damit muss man leider leben. Kann man nichts machen. Aber ich denke mal, aber jetzt habe ich hier den Standard-Eingang und Ausgang gebaut. Das heißt, ich will auch hier den Western-Ausgang und natürlich den Western-Eingang nehmen. So, machen wir mal zu, da brauchen wir jetzt nicht mehr, das auch nicht. Den Weg brauchen wir jetzt. Einmal hier. Und einmal hier. Dann öffnen wir das Ganze, kostet 2 Euro, ist in Ordnung. Lassen wir mal so stehen. Ja, die Leute laufen da hinten schön zur Achterbahn. Einer hat sich da wohl schon übergeben müssen von dem Geschoss und ja, passiert halt mal. Wobei ich sagen muss, Achterbahnfahren ist mir persönlich noch nie schlecht geworden. Und das finde ich, ja, kann ich mich glücklich schätzen. Ich denke mal, einigen wird es da wirklich ziemlich schnell schlecht. Aber was will man machen? So ist das eben. Naja. Neue Attraktion, Rotodrop, haben wir hier noch. Den können wir doch eigentlich vielleicht sogar hier irgendwo mittig platzieren. Natürlich, also vom ja, terrartechnischen, die ganzen Hügel und Schluchten für einen Freizeitpark natürlich überhaupt nichts. Also wirklich nicht. Und hier können wir ihn theoretisch platzieren. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann bauen wir den einfach mal nach oben. Ich würde sagen, fahren so weit wie es geht. Ja, das war's. Gut, dann brauchen wir noch Eingang, Ausgang. Mal gucken, wo wir die hinsetzen. Der Eingang geht hier, Ausgang machen wir da drüben hin. Dann müssen wir den natürlich noch professionell mit unserem schon vorhandenen Weg verbinden. Das wird wieder so eine Aktion werden. Das ist schon, das ist noch nicht die gleiche Höhe. Ja, wunderbar, passt. Haben sich verbunden, die zwei. Jetzt bauen wir noch einen Eingang. Ja, der liegt höher. So würden sie sich verbinden. Okay, dann würde ich sagen, ja, das lassen wir so. Wollen wir jetzt nicht, ja, irgendwie nochmal ein Geschnörkel reinbauen und dann ewig rumprobieren, wie sich denn das Ganze hier verbindet. Lass mal einfach mal so stehen. Und da verlässt der VIP den Park. Läuft gerade da hinten rum. Ja, die Parkmeinung ist ziemlich hoch bei ihm. Können wir mal schnell die Geschwindigkeit hochstellen. Und dann gucken, was er denn so sagt. Die Leute jubeln ihm hinterher, wie man es schön sehen kann. Und dann dauert es noch kurz einen Moment und dann kommt auch schon die Wertung über unseren Park, was er denn so, ja, davon hält. Naja, komm. Und da haben wir nochmal einen Preis. Jetzt rauschen die Meldungen durch. Den Preis haben wir erhalten für den sichersten Park und der VIP ist zufrieden. Das haben wir also gut gemacht. Und mit diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.